Hallo, ich bin Finn von Tariftipp.de und heute haben wir für euch ein vollwertiges Einsteiger-Smartphone, das Vico Jerry für 100 Euro. Das Handy hat eine Dual-SIM und ein 5-Zoll-Display und ist damit eigentlich perfekt für Einsteiger geeignet. Wir zeigen euch die Vor- und Nachteile vom Vico Jerry und wünschen euch viel Spaß beim Video. So, los geht's mit dem Unboxing des Vico Jerry, das in diesem poppigen Karton hier geliefert wird. Gibt's in verschiedenen Farben, wie ihr hier seht. Und ja, wollen wir mal schauen, was wir dann so finden in diesem doch relativ kleinen Kartönchen. Da ist natürlich erstmal das Vico Jerry selbst. Das ist hier noch mit so einer Displayschutzfolie versehen. Die ziehe ich dann gleich mal ab. Das hat ein 5 Zoll Display. Und ja, welche technischen Spezifikationen das sonst zu bieten hat, erzähle ich euch gleich. Jetzt wollen wir nochmal schauen, was noch dabei ist. Das Übliche eigentlich, hier ein USB-Datenkabel mit Strom- und Ladeadapter. Und dann haben wir noch, und das ist eigentlich doch ganz löblich für diese Preisklasse, noch ein Headset dabei und natürlich Anleitungen und Garantiebedingungen. Die Wertigkeit des Vico Jerry geht für einen Smartphone, das nicht mal 100 Euro kostet, mehr als in Ordnung, meiner Meinung nach. Ist natürlich aus Kunststoff hier die Rückseite, das ist ja klar, aber macht trotzdem ganz guten Eindruck auf mich. Also das Handy liegt auch gut in der Hand und von den Abmessungen her ist es auch natürlich bei einem 5 Zoll Display sehr erträglich. Das hat eine Höhe von 145 mm und die Bautiefe beträgt 9,6 mm. Das Ganze wiegt 166 Gramm und fühlt sich insgesamt doch eigentlich, finde ich, relativ wertig an. Das geht in Ordnung. Ja, beim Display, da merkt man schon so erstmalig den Rotstift, der natürlich bei einem 100-Euro-Handy angesetzt werden muss, zwangsweise. Wir haben hier ein Display mit einer Auflösung von 854x480 Pixeln. Das macht bei 5 Zoll in der Diagonalen eine Pixeldichte von 196 ppi. Es ist schon so, das muss man ehrlicherweise sagen, dass man, wenn man jetzt Full HD oder sogar Quad HD Handys gewöhnt ist, dann sieht man doch schon so ein paar Pixel. Ich habe hier mal Angry Birds gefilmt, das kennt ihr ja alle, insofern ist es, glaube ich, ganz gut als Vergleich. Guckt das mal auf eurem Handy an und dann schaut hier mal, man sieht da schon so kleine Kästchenbildung. Ich will jetzt aber nicht zu viel meckern. Das ist nicht so, dass es mich jetzt beim Test großartig gestört hat, aber muss natürlich erwähnt werden. FVGA heißt, glaube ich, diese Auflösung. Das ist nicht der Stand der Dinge, aber was soll's. Ja, der Akku des Vico Jerry ist wechselbar. Das finde ich sehr gut. Hier ist so eine kleine Aussparung. Da muss man ziemlich, ja, mit Kraft, das seht ihr hier, wie ich mir hier einen abwürge, reingreifen und dann irgendwann kriegt man dann den Deckel ab. Der Akku selbst hat eine Kapazität von 2000 mAh. Das ist für 100 Euro durchaus in Ordnung und wir haben bei unseren Tests hier eine Sprechzeit oder eine Nutzungszeit von 400 Minuten erreicht. Auch das ist in Ordnung. Wenn ihr das Handy normal nutzt, dann solltet ihr eigentlich sogar 2 Tage damit über die Runden kommen. Das Vico Jerry hat einen Quad-Core-Prozessor, der mit 1,3 GHz getaktet wird und das bringt hier im AnTuTu-Check 24.376 Punkte ein. Das liegt im Ranking eher unten in der Liste, ist aber bei einem 100-Euro-Handy jetzt auch nicht weiter verwunderlich. In Sachen Internet war ich hingegen tatsächlich ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Eigentlich soll dieses Smartphone ja mit 21,1 Megabit pro Sekunde im Downstream im Internet unterwegs sein. Das haben wir aber bei weitem nicht erreicht. Hier seht ihr jetzt gleich unsere Testwerte, die wir Indoor und Outdoor erzielt haben, mit einer LTE-Karte von der Telekom. Da hätte meiner Meinung nach ruhig ein bisschen mehr drin sein können. Ja, was die Bedienung angeht, hier kann das Vico Jerry durchaus punkten und zwar mit der aktuellen Android Marshmallow Version 6.0 ist hier installiert. Natürlich hat Vico auch seine eigene Oberfläche als UI drüber gestülpt und das funktioniert eigentlich alles ganz gut. Manchmal hakt das ein bisschen, das werdet ihr gleich sehen, wenn ich durch die App scrolle. Aber das ist natürlich auch dem Prozessor geschuldet. Und trotzdem muss ich sagen, dass die Bedienung mir eigentlich keine Probleme bereitet hat. Im Gegenteil, da das Handy auch noch so schön handlich ist, hat mir das eigentlich eher Spaß gemacht.
Ja, das Vico Jerry hat einen internen Speicher von 16 GB. Das ist schon mal gar nicht so schlecht für so ein günstiges Smartphone. Kann aber, wie ihr hier seht, auch per microSD noch erweitert werden. Und zwar können dort Karten mit einer Kapazität von bis zu 64 GB Platz finden. Und damit sollte man dann eigentlich auch keine weiteren Probleme haben. Ja, kommen wir jetzt zu den Kameras. Hier seht ihr die Hauptkamera auf der Rückseite des Vico Jerry. Die hat eine Auflösung von 5 Megapixeln. Ein Blitz ist auch dabei und Autofokus natürlich auch. Die Ergebnisse gucken wir uns gleich gemeinsam an. Auf der Frontseite findet man dann noch die Selfie-Kamera. Die hat eine Auflösung von 2 Megapixel. Das hört sich im ersten Moment, hier könnt ihr sie sehen rechts, ein bisschen wenig an. Aber ich muss sagen, die Ergebnisse mit der Selfie-Kamera waren eigentlich gar nicht so übel. Die Ergebnisse mit der Hauptkamera hingegen, mit der 5-Megapixel-Kamera, fand ich, ja, wie soll ich sagen? Also wahrscheinlich sind sie angemessen, wenn man bedenkt, dass so eine 5-Megapixel-Linse halt nicht so großartig auflöst. Die Fotos waren doch teilweise ein bisschen unscharf und auch ein bisschen milchig, finde ich. Und auch hier kann man ganz gut sehen, dass mit Kontrastunterschieden das Handy so seine Probleme hat. Der Dynamikumfang ist natürlich nicht so doll. Immerhin ist der Blitz relativ potent, wie ihr hier sehen könnt. Diese Nachtaufnahme haben wir bei völliger Dunkelheit geschossen und trotzdem ist der Geschirrschrank hier gut ausgeleuchtet. Das ist die Selfie-Aufnahme, die wir gemacht haben. Die finde ich eigentlich für eine 2-Megapixel-Kamera auch ganz in Ordnung. So, da haben wir auch noch ein Video gedreht. Das war ja so Mittelklasse, würde ich mal sagen. Full HD ist hier möglich. Ich weiß gar nicht, bei welcher Bildwiederholrate. Ich glaube 20 Frames per Second. Und ja, also das finde ich ist in Ordnung. Wenn ich gleich die Kamera nach oben schwenke, werdet ihr sehen, dass auch die Blendennachführung eigentlich einigermaßen gut funktioniert. Das heißt, das Handy kommt mit Hell-Dunkel-Unterschieden eigentlich ganz gut zurecht. Dieses Video und auch die Testbilder könnt ihr euch übrigens auf tariftipp.de in aller Ruhe und in Originalqualität ansehen. So, dann sind wir auch schon beim Thema MP3 Audioqualität. Hier seht ihr die mitgelieferten Headsets, die beim Vico Jerry dabei sind. Die sind ja Mittelklasse. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich gerade vor ein paar Tagen das Vico Robby getestet habe und da waren doch bessere Headsets dabei, aber das Handy ist natürlich auch 30 Euro teurer. So, dann schauen wir uns mal an, was dann so an Equalizer-Möglichkeiten das Vico Jerry bietet. Jetzt könnt ihr sehen, wenn ich das Headset einstecke, geht unten die Bassverstärke und der Surround Sound als Option an. Man kann auch jede Menge Hallsimulationen noch dazu schalten und natürlich bietet auch der Equalizer diverse Preset-Einstellungen. Wenn ihr unsere Videos kennt, wisst ihr, dass ich nicht so ein großer Freund davon bin. Ich finde, die Sachen klingen eigentlich meistens am besten, wenn man sie normal abspielt. So, das ist hier der interne Lautsprecher auf der Rückseite und der klingt eigentlich ganz okay. Und damit ihr euch auch davon selbst einen Eindruck machen könnt, werde ich jetzt hier einfach mal ein relativ lautes Stück mit voller Pulle abspielen und ihr könnt dann selbst hören, wie das Ganze so klingt. So, dann sind wir auch schon wieder beim Fazit. Beim Vico Jerry hat mir natürlich der günstige Preis gut gefallen, aber nicht nur das. Ich fand vor allem auch die Verarbeitung und die kompakte Bauweise dieses Smartphones sehr ansprechend. Ich habe das einfach gerne in die Hand genommen. Es fühlt sich gut an und ja, macht irgendwie so einen ganz pfiffigen Eindruck. Kann man so ein bisschen schwer beschreiben, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Gab natürlich auch ein paar Schwächen. Logischerweise bei 100 Euro muss es das geben. Die Displayauflösung, naja, ein bisschen pixelig, wenn man ehrlich ist. Und auch die Kamera hat mich nicht überzeugt. Der größte Schwachpunkt, das war übrigens beim Vico Robby leider auch schon so, war auf jeden Fall aber die Internetleistung. Das kann man besser hinkriegen und da finde ich, hätte Vico sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Preis habe ich schon gesagt, 99 Euro, das ist nicht nur der UVP, sondern auch im Moment der Online-Preis. Das Handy gibt es ja erst seit ein paar Tagen online und insofern wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, wenn es denn überhaupt günstiger wird. Bei 100 Euro, wie günstig soll es denn noch werden? Also ich glaube schon, das bleibt erstmal so. Wettbewerber gibt es natürlich auch, da würde ich das ZTE Blade A452 sehen und vor allem auch das LG K4, beide ungefähr auch mit 5 Zoll Auflösung und auch ungefähr in dieser Preiskategorie.
Das Vigo Jerry kriegt von uns insgesamt 70,10% und im Thema beim Sachen Preis-Leistung 73,2. Das ist ein richtig guter Wert, ist natürlich dem Preis geschuldet. Das war's von uns. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt uns einen Daumen hoch bitte und haltet euch wacker. Bis bald. Tschüssinger.